Zutritt verboten. Stadionverbote sollten ursprünglich das letzte Mittel sein, um gewalttätigen Auswüchsen im Umfeld von Fußballspielen zu begegnen. So sollte der harte Kern von Krawallmachern vorsorglich ausgeschlossen werden. Zur Sicherheit des friedlichen Publikums. Doch in der Praxis sind viele der knapp 3000 Stadionverbote auch wegen Bagatellvergehen ausgesprochen worden. Das Frankenderby im DFB-Pokal. Nürnberg gegen Fürth vor wenigen Wochen. Hier in der Nordkurve wollte eigentlich auch er stehen. Gerhard Amschler, 52 Jahre alt, ein unbescholtener Bürger, Familienvater. Gilt plötzlich als Fußballgewalttäter. Der Taxiunternehmer hat ein bundesweites Stadionverbot erhalten. Seit 40 Jahren hat er kaum ein Heim- und Auswärtsspiel des 1. FC Nürnberg verpasst. Jetzt sitzt er in dieser Gaststätte, nur wenige hundert Meter vom Stadion entfernt. Im Block 8 genießen seine Frau und seine Freunde die Stimmung. Er ist ausgesperrt. Das ist natürlich furchtbar, wenn du vom Fernseher zuschauen musst und im Stadion könntest du halt mitfiebern, deine Emotionen ganz anders rauslassen. Das ist natürlich schon bedrückend, ne? Im August 2011 hat Gerhard Amschler für seinen Fanclub die Reise nach Berlin organisiert. Auch sein Sohn ist mit dabei. Gefeiert wird der Sieg des 1. FC Nürnberg hier, direkt am Olympiastadion. In dieser Gaststätte. Ihre Fanclub-Fahne lassen sie mit Genehmigung des Wirtes über die Brüstung hängen. Die Polizei hält das für eine Provokation der Berliner Fans. Die Lage eskaliert. Und dann wurden wir letztendlich von einem Polizeieinsatz überrollt, den wir so nicht mehr ausweichen konnten, ich zumindest nicht mehr ausweichen konnte. Und die Polizei hat trotz meines Lamentos, dass ich jetzt die Fahne ja abnehme, mir keine Chance gegeben. Im Gegenteil, die haben Messer gezogen, wollten die Fahne abschneiden. Das alles wohlgemerkt in einer privaten Gaststätte, nicht auf einem öffentlichen Platz. Und man hatte aber keine Chance mehr, die hatten den Einsatzbefehl und sind auf uns losgegangen oder auf mich losgegangen und das Ergebnis ist dann eben Geldstrafe, Stadionverbot für nichts. Die Polizisten schildern, wie gefährlich sie die Situation eingeschätzt haben. Deshalb mussten sie angeblich mit aller Härte vorgehen. Zahlreiche Zeugen aussagen und diese Fotos von einem Fan stützen aber die Version von Gerhard Amschler. Er sei erst friedlich, dann wehrlos gewesen, die Polizei sei völlig überzogen vorgegangen. Und auch danach trifft in die volle Härte des Gesetzes. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ein Strafbefehl über 1.200 Euro. Und ein bundesweites Stadionverbot, erteilt von Hertha BSC Berlin bis Ende 2012. Ich war ja live vor Ort, ich habe das Ganze ja selber miterlebt und ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich war das wirklich so ein klassisches Beispiel, wie eine Aktion eben nicht laufen sollte, die dann im Prinzip noch darin gipfelte, dass eigentlich das Opfer dann auch noch Stadionverbot bekommen hat. Ralf Peisel ist Aufsichtsratmitglied des 1. FC Nürnberg und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, eine bundesweite Vereinigung von 12 Advokaten, selbst Fans, die für die Rechte von Fans kämpfen. Der Fall Amschler ist für mich eigentlich so die Spitze des Eisbergs. Es gibt relativ viele Stadionverbotsfälle, wo ich große Zweifel habe, ob die Stadionverbote gerechtfertigt sind. Beim Herrn Amschler ist es natürlich sowas von augenscheinlich. Wir haben eine Strafanzeige erstattet, wo wir 15 Zeugen benannt haben dafür, dass der Herr Amschler hier derjenige ist, der das Opfer ist, der durch die Polizeibeamten massiv traktiert wurde, der geschlagen, getreten wurde. Stadionverbote gibt es seit fast 20 Jahren. Die Proteste sind ebenso alt. Denn Vereine und DFB ermächtigen sich über die Stadionverbotsverordnung gegenseitig, wer wann und wie lange ausgesperrt werden kann. Für die Dauer von bis zu 3 Jahren. Aus allen Stadien hinunter bis zur 4. Liga. 2800 bundesweite Stadionverbote gibt es aktuell. Die Bandbreite der Auslöser ist groß. Straftaten bis hin zu leichteren Vergehen. Die Clubs berufen sich auf ihr Hausrecht und kehren die Unschuldsvermutung um. Es gilt da nicht der strafrechtliche Bereich in dubio pro reo, sondern ganz im Gegenteil. Es geht um die Pflicht des Veranstalters, die Veranstaltung zu schützen. Und das sind seine Schutzverpflichtungen. Und dementsprechend muss er auch ein Instrument haben, um Personen auszuschließen, die immer wiederkehrend auffällig geworden sind im Bereich von Störungen und gewalttätigen Handlungen im Zusammenhang mit Fußballveranstaltungen.
Doch die Beurteilung nicht immer so leicht wie hier. Nach diesem Platzsturm vor knapp 2 Jahren in Berlin 23 berechtigte Stadionverbote. Fankongress in Berlin vor einigen Wochen. Erneut wurde kritisiert, dass aber bereits die Einleitung eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens für ein Verbot ausreicht. Eine angebliche Präventivmaßnahme werde zum Ersatzstrafrecht. Führende Fanverbände halten mindestens 1/3 aller Verbote für ungerechtfertigt. Das Oktoberfest, das dauert nur 4 Wochen, da passieren mehr Gewalttaten als in einer ganzen Bundesliga-Saison. Wenn wir dann zum Beispiel sagen würden, okay, bundesweites Stadionverbot, denken wir uns das mal weiter. Bundesweites Schützenfestverbot, bundesweites Oktoberfestverbot, bundesweites Kneipenverbot. Auch da sind die Schlägereien am Wochenende in der Gesamtheit höher. Unser Hauptkritikpunkt an den jetzt geltenden Richtlinien ist immer noch der, dass Stadionverbote auf Verdacht ausgesprochen werden können. Fußballvereine verhängen gegen manche Fans Stadionverbote, um Randale zu verhindern. Dafür reicht ein bloßer Verdacht. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Ein Urteil wie ein Freibrief. Auch für die Polizei beklagen viele Fans. Gegen das Urteil läuft eine Verfassungsbeschwerde. Noch in diesem Jahr könnte das Bundesverfassungsgericht entscheiden und Stadionverbote in der bisherigen Form aushebeln. Die Stadionverbotsrichtlinien sind für mich verfassungswidrig. Die Strafgewalt in der Bundesrepublik Deutschland liegt beim Staat. Der hat das Gewaltmonopol und der hat auch den Strafanspruch gegenüber dem Bürger, der sich gegen das Gesetz verfehlt. Und die Strafgewalt liegt aber in diesem Fall bei einem Verein. Es gibt ein geltendes Strafrecht in Deutschland, das halte ich für gut. Ja, es wird ja auch in viele Länder exportiert, zusammen mit anderen wichtigen Regeln, die wir Deutschen produziert haben. Ja. Und da ist es natürlich witzig, dass der DFB auf dieses Strafrecht scheinbar nicht vertraut. Womit die Vereine sich zu Richtern aufspielen, zum Handlanger der Polizei werden? Die setzen Stadionverbote ein, um Fans und Vereine gleichermaßen unter Druck zu setzen, heißt es immer wieder. Der Verein ist in der Situation, dass er im Endeffekt Ja sagen muss, weil sonst die Ansage kommt, wenn ihr die Stadionverbote nicht so vergebt, wie wir es machen, dann ziehen wir Einsatzkräfte ab, dann müsst ihr euch mehr Ordnungsdienste gönnen, dann wird es teurer für euch. Die Polizei wehrt sich gegen solche Vorwürfe. Wir sind in Neuss bei der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze, kurz ZIS. Leiter ist Ingo Rautenberg. Die ZIS führt auch die Datei Gewalttätersport. Wer hier gespeichert ist, angeblich 10.000 Fans, der ist gebrandmarkt. Erlebt Ausreiseverbote und Meldeauflagen, wenn Risikospiele anstehen. Offiziell gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen Stadionverboten und dieser Datei, aber... Also es gibt derzeit ca. 2.800 bundesweite Stadienverbote. Die Anzahl der Personen, die in der Datei Gewalttäter Sport erfasst sind, kann ich genau nicht beziffern. Ich denke, es wird eine erkleckliche Anzahl sein. Es hängt einfach damit zusammen, dass die Kriterien, die zur Verhängung eines Stadienverbotes führen und die zu einem Eintrag in die Datei Gewalttäter Sport führen, große Übereinstimmung aufweisen. Videoüberwachung und szenekundige Beamte, die die Fans persönlich kennen, sorgen dafür, dass Stadionverbote kaum umgangen werden können. Befürworter von Stadionverboten verweisen darauf, dass jeder Betroffene sich schriftlich oder persönlich zu den Vorwürfen äußern darf. Man kann nie ausschließen, dass in Einzelfällen auch Stadionverbote als besonders belastend und als überzogen gekennzeichnet werden. Ich halte aber gerade im Moment das Instrumentarium der Stadionverbotsgremien gut, um wirklich im Einzelfall zu prüfen. Längst nicht bei allen Vereinen, aber unter anderem in Nürnberg gibt es ein solches Gremium. Hier prüft der Sicherheitschef des Clubs jeden einzelnen Fall. Gemeinsam mit dem Fananwalt und dem Fanbeauftragten. Wir geben Anhörungsrecht. Wir nehmen die Leute irgendwo an die Hand und sagen, das liegt einfach gegen euch vor. Was habt ihr dagegen zu sagen oder wie ist eure Sichtweise der ganzen Vorwürfe? Und setzen dann aber auch wirklich zielführende Maßnahmen, aus unserer Sicht zielführende Maßnahmen, um dahingehend, dass ein Ersttäter eigentlich per se mal ein Stadionverbot auf Bewährung bekommt. Hertha BSC hat sich im Fall Amschler nicht so flexibel gezeigt. Seine schriftliche Stellungnahme verpuffte. Der Bundesligist teilt auch Sport Insight lapidar mit, man habe lediglich die Stadionverbotsrichtlinien umgesetzt. Das schmerzt. Jedes Mal, wenn seine Frau und die Freunde zum Spiel gehen und er zurückbleibt. Gerhard Amschler will die sozialen Kontakte nicht verlieren. Deshalb fährt er auch auswärts weiter mit, setzt sich dann in eine Kneipe in Stadionnähe. Ich versuche auch gegen dieses Bild anzukämpfen, Fußballfans sind Verbrecher. Das ist einfach nicht so. Und ich sage jedem,
Jeder, der einmal ein Auswärtsspiel mitfährt und wenn er nur einmal im Jahr mitfährt, der kann ratzfatz in so eine Situation kommen und ihm geht es ganz genauso. Noch mehr als 9 Monate ohne Stadionerlebnis. Aber Gerhard Amschler hat beschlossen zu kämpfen. Die Polizisten, die ihn festgenommen haben, hat er angezeigt. Er wirft ihnen Körperverletzung im Amt vor.